Morgen. Ich habe jetzt eben gerade schon Bio und Geschichte gehabt. Jetzt laufe ich gerade zu Spanisch. Und ich habe eigentlich versucht, auch gestern zu vloggen. Also heute ist schon Dienstag. Aber ich kann euch ja mal kurz einblenden, dass es nicht so viel draus geworden. Irgendwie ist das dann voll verpeilt, weil ich hatte irgendwie gestern mega den stressigen Tag. Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas-Vlog. Heute ist Montag. Ich bin gerade auf dem Weg zur Bushaltestelle, wie ihr wahrscheinlich schon die Stelle hier kennt. Und ich dachte, ich nehme euch heute mal an Montag mit, aber dafür filme ich dann wahrscheinlich morgen nicht. Bis auf vielleicht kurz mein Outfit, weil das ist heute wieder Spirit Week. Obwohl, nee, morgen ist Beach Day und da mache ich nicht mit, weil das ist mir zu kalt. Weil es ist halt einfach so mega kalt morgens immer und so. Und dann Strandtag. Ich weiß ja nicht so ganz genau. Aber heute ist halt Pyjama Day. Da war ich natürlich direkt wieder dabei. Jetzt bin ich ja gerade auf dem Weg zur Schule und nach der Schule habe ich ja noch Gymnastik. Und ich habe noch französische Hausaufgaben, die ich machen muss. Die habe ich natürlich wieder nicht gemacht. Man kennt mich gerade. Aber ja, ich habe heute Morgen einfach schon richtig schön noch mit Laura geskypt. Also ich habe halt eine Laura, die ist in Kanada und eine Laura, die ist in Deutschland halt noch. Und dann ist noch eine Laura und die ist halt in Florida. Also ganz schön viele Lauras. Aber deswegen hatte ich halt heute Morgen vorher keine Zeit zu frühstücken, deswegen laufe ich jetzt einfach so mit meinem Müsli-Riegel. Aber ansonsten, was gestern auch noch passiert ist, das habe ich sogar ein bisschen gefilmt. Und zwar habe ich ein Paket von meiner Oma bekommen und von den Nachbarn meiner Oma halt. Das war auch mega cool, deswegen, das kann ich jetzt auch nochmal einblenden. Meine Oma hat mir übrigens ein Paket geschickt. Richtig süß. Und ich habe eben gerade noch mit Katie telefoniert, weil sie geht morgen mit einer Freundin zu McDonald's und dann bringt sie mir Cheeseburger mit. Oh, richtig geil. Ich kann euch mal kurz zeigen, was meine Oma mir geschickt hat. Ich habe mich immer so gefreut. Ich bekomme irgendwie so viele Pakete. Keine Ahnung. Okay, drei. Aber das ist schon relativ viel irgendwie. Ja, aber ich habe ja das von meinen Eltern bekommen. Und dann habe ich am Anfang des Jahres halt so eins von meiner Tante und vom Onkel bekommen. Und jetzt habe ich eins von meiner Oma und von Ralf. Und da sind halt auch noch ein paar Sachen von, also, den Nachbarn meiner Oma drin. Aber es sind nicht wirklich Nachbarn. Also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist halt mehr irgendwie so, als wäre es so eine andere Tante noch für mich, deswegen, ja. Und einmal habe ich hier so richtig flauschige Socken bekommen. Ich finde die auch mega süß und die sind so warm und weich und richtig geil. Dann, ich glaube, meine Oma wusste das gar nicht, aber eigentlich darf man halt keine Kinderüberraschung, also so solche Überraschungseier halt in die USA mitbringen oder schicken oder keine Ahnung. Deswegen wundert mich halt eigentlich, dass die das durchgelassen haben beim Zoll, aber haben sie wohl. Dann hier einmal so ein Schutzengelsarmer, das ist auch mega süß, und so ein Lippendingens. Lovely Lips, Freunde. Aha, viel Spaß. Dann hier Milka-Pralinis, Milchcreme. Davon habe ich jetzt schon ein paar an meine Gasteltern verschenkt, weil meine Gastmutter richtig verrückt nach Milka-Schokolade ist. Aber ich meine, Milka-Schokolade ist doch einfach geil, ne? Dann ist hier noch Lachgummi. Das habe ich auch irgendwie gefühlt ewig nicht mehr gegessen. Ach Gott, ich liebe es. Da ist dann noch eine Karte. Und hier ist noch so ein Dinger. Steht irgendwas mit White Christmas drauf. Das ist halt irgendwie so in so einer Tannenbaum. Und ich kann es gar nicht ordnen, aber steht was mit White Christmas. Hier sind dann noch so Süßigkeiten. Also so Weihnachtssüßigkeiten. Ich sonst immer mal ganz cool. Das ist noch das, was bei mir heute mein Adventskalender war. Also in dem Adventskalender, den meine Mutter mir geschickt hat. Ja. Oder meine Eltern vielmehr. Ja. Und das ist super. Ja. Ja, und ansonsten bin ich jetzt halt gerade auf dem Weg zu Spanisch. Hi! Auf dem Weg zu Spanisch und ich habe eigentlich keinen Bock. Weil Spanisch ist halt immer noch so langweilig. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich bin halt so in so einer Freshman-Klasse, weil die halt alle erst mit Spanisch anfangen. Und die kann halt gefühlt einfach nichts. Das ist so richtig frustrierend teilweise, aber passt schon. So, Französisch habe ich jetzt geschrieben. War eigentlich ganz okay. Und die Hauer sind einfach so mega leer gerade, weil alle Leute halt in ihren Klassen sind. Aber ich gehe jetzt zurück zur Mathe. Ich habe zwar irgendwie noch so 5 Minuten von Access Time oder so. Das bringt es jetzt auch nicht so wirklich. Ich wollte dann nicht so in der Klasse rumsitzen, weil da war halt irgendwie keiner außer mir und so einem komischen Typen, der irgendwie aus Französisch 1 kam und irgendwie so die Hausaufgaben seiner letzten ganzen Monate aufarbeiten musste. Deswegen, ja, der hatte Spaß. Ja, ich habe jetzt einmal wieder zurück zur Mathe. Und dann ist nachher Lunch. Ich freue mich da schon voll drauf, weil Katie meinte, sie bringt halt Burger mit. Und ich bin so, ja, obwohl ich eigentlich nicht mal so Bock auf Burger habe, aber egal, ne?
Aber was ich euch auch noch kurz zeigen wollte, hier sind meine Nägel. Die habe ich gestern einfach lackiert und meine Gastmutter kam so in mein Zimmer rein und war so, ja, wir müssen dir noch Weihnachtsnägel machen. Ich war so, okay. Und dann wollte sie halt so einen Tannenbaum aufmalen, aber das ist halt nicht rechtzeitig getrocknet. Deswegen habe ich da jetzt irgendwie so ein versplittertes grünes Ding auf einem Nagel und sie meinte, sie will das nachher noch retten. Ich bin mal gespannt, wie sie das machen möchte. Aber es war halt schon mega spät und wenn man halt so 1000 Schichten darauf tut, dann trocknet das alles nicht mehr. Das war einfach ein bisschen fail, aber passt schon. Oh Gott, ich glaube, ich habe mich auch schon total lange nicht mehr gemeldet und ich trage gerade meinen wunderschönen Gymnastikanzug, den wir heute bekommen. Also das ist jetzt schon so ein bisschen eng, muss ich mal ganz ehrlich sagen hier. Nee, aber es passt schon. Ist ja egal. Und ich hatte dann halt eben gerade einfach nur noch Training und ich bin jetzt zu Hause und habe eben gerade geduscht und ich sehe wieder komplett fertig aus. Es ist so schlimm. Halt, ich weiß halt nicht mehr warum, aber irgendwie komme ich immer so nach Hause und bin immer so komplett fertig. Es ist so schlimm. Aber ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass meine Tage einfach so viel länger sind als in Deutschland. Ja, aber es passt schon. Und ich bin übrigens beim Lunch auch nicht zu McDonald's gewesen, weil halt die Freundin, die Katie eigentlich abholen wollte, irgendwie doch nicht gegangen ist oder so. Keine Ahnung, ich glaube, die konnte irgendwie nicht mit ihr fahren oder so. Keine Ahnung. Irgendein komischer Kram, deswegen ist auch egal, ne? Ja, wir waren heute in meiner Französischklasse einfach nur zwei Leute, weil halt irgendwie mega viel, also ich glaube irgendwie mega viele waren krank. Eine war mal in einem Basketballspiel und die andere musste irgendwie zu ihrem Counselor, weil sie irgendwie für irgendwas ausgewählt wurde, irgendwas krasses. Keine Ahnung, ich habe das nicht so ganz geblickt, aber jetzt stehe ich mich gleich einfach nur noch in meinem Bett und schlafe. Ich habe irgendwie voll keinen Bock mehr, ich bin richtig müde. Aber ich habe wenigstens keine Hausaufgaben auf heute. Achso, und ich hatte heute auch noch so ein Spanisch-Examen, also einen mündlichen Spanisch-Test. Das war aber auch mega leicht. Wir mussten irgendwie nur so, wie wir heißen und wie es uns geht. Und also einen ganzen Kram, deswegen, das ging eigentlich voll. Und ich gehe jetzt einfach mal zu Bett, weil ich glaube nicht, dass ihr euch diesen Anblick hier noch länger anschauen wollt. Also, bis morgen!